So. Ja, das hätte mich jetzt aber treffen können. So, weg mit dir. Gut. Zurück in die Kristallhöhle. Und ja, wir müssen uns wirklich jedes Mal den Weg da durchkämpfen, wenn uns Sief tötet. Und ja, jemand anderes als das Sief sollte uns gar nicht töten. So, weil sonst verlieren wir die ganzen schönen Seelen, die wir jetzt bei ihm gebunkert haben. Dumm-di-dumm-di-dai. Also ja, jetzt müssen wir wieder an den Muscheln vorbei, an den Man-Eater-Shells. Wobei das eher Menschenfresser-Schalen als Muscheln dann heißt. So. Hier rüber. Und hier lang. Oh, nicht abrutschen. Das wäre immer eine gute Idee. So. Und geradeaus auf die Spitze dazu. Können wir schon mal auf den Bogen wechseln. Genau. Denn jetzt ist in bei Steves Höhle eine Nebelwand erschienen, die von hier aus sogar schwarz aussieht. So, Shell. Und ja, normalerweise müsste ich das gut hinkriegen, ihm den Schwanz wegzuschlagen. Wow. Wow. Ey. Lass dich töten. So. Kurz heilen. Ein Läuterungsstein. Sehr schön. Die droppen auch Läuterungssteine gegen Entfluchen, weil Sief der einzige Boss ist, der verfluchen kann. Was auch ziemlich heftig ist. So. Weg. 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 So. Nummer 2. Funkeltitanit. So, Nummer 3 kommt auch schon. Wow, das war knapp. Haha, getroffen. Au. So. Du hattest gar nichts dabei. Drei Schaden. So, ein Schlag, zwei Schläge wegrollen, dritter Schlag und heilen. So, wie gesagt, die eine können wir da drüben liegen lassen. Sogar links liegen lassen, von uns aus gesehen. So. Und so. Ja, die folgt uns nämlich nicht. Dafür kriegen wir noch einen Funkeltitanit. Sehr schön. Und wieder. Oh. Ganz schnell Ring wechseln. Wow. Genau, dreh dich, Sief. Ich würde gerne nämlich an meinen Leichenhaufen rankommen. Und einfach mal direkt an dir vorbeirennen. So,
So, jetzt musst du für uns nämlich erstmal wieder den Primordial Crystal zerstören. Wie gern würde ich mich jetzt mit den ganzen Seelen rausporten. Aber ich will das Ganze nicht nochmal machen müssen. Genau. Genau, das hatte ich betäubt. Und wir können auf deinen Schwanz draufhauen. So, und jetzt sollten wir weg, weil du jetzt gleich ausrastest, oder? Oh, du rastest so aus. Okay. Genau, so kannst du ausrasten. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, dass du von der Wand weggehst. So, dann müssen wir um dich rumrennen. Nein, das hat nichts gebracht. Du drehst dich jetzt nämlich immer nur im Kreis. Okay. Ja, genau, mach deinen Strahl. Oh. Und ich hau dir auf den Schwanz. Drauf. Uah. Okay, irrer Leck. Den hatte ich auch noch nicht. So, rennen. Und über den Schwanz ausweichen. Ja. Das war nicht so toll. Aber dem Schwanzschwinger können wir zurück ziemlich gut ausweichen. Wow, dem Laser ausweichen ist jedoch eine andere Kunst. Wegrennen. Und dem Kristall ausweichen. Genau. Flieg endlich ab, du blöder Schwanz. Und ja, wir stehen mitten im Flug drin. Wow. Das war knapp. Wow, das ist eine Supernova gewesen. Wow, das war wieder seine Supernova. In dem wir eigentlich nicht mittendrin stehen sollten. Ah ja. Mal sehen, ob wir Steves Schwanz abgeschlagen bekommen. Nein, so nicht. Komm, greif uns an. Oder wir machen einfach die alte Taktik, die ich sonst immer genommen habe. Und rennen hier um dich rum. Bis du mal angreifst. Genau. Ja, jetzt macht er seinen Schwanzschlag. Auf den wir aufpassen sollten. Ja, man merkt, das ist kein Zuckerschlecken. Wow. Ich trinke sicherheitshalber mal eine, um voll zu sein.
Genau, mach den. Und dann kommen wir her. Und ja, bei den ganzen Effekten bricht meine Framerate zusammen. Ach nö, das ist doof, wenn du das so machst. Das Blöde ist, wir kommen auch nie wirklich an seinen vorderen beiden Tentakeln vorbei. Und ja, das sind Tentakel, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Au. Und seine Supernova. So, ihn mal von den Wänden weglocken, dass wir an sein verlängertes Hinterteil kommen. Ja, seinen Urkristall hat er leider selber zerstört. Komm, greif an. Ah, wieder Supernova. Au, das hat uns jetzt voll erwischt. Wow. Kriegen wir seinen Schwanz? Nein, so nicht. Jetzt dreht er sich wieder. Und ja, egal wie lange es dauert, ihn seinen Schwanz abzuschlagen, ich mache das jetzt. Auch wenn ich das Gefühl habe, langsam, ich töte ihn vorher, bevor ich den Schwanz abkriege. So. Da stehe ich nirgends. Komm her, komm. Ja, du willst es auch. Lass mich vorbei. So, andere Seite nochmal. Jetzt wütet er wieder mit seinem Schwanz. Au. Genau. Jawohl. Und es kommt Kristallblut aus seinem Schwanz raus. Au. Wow. Gut, wir haben das Teil von seinem Schwanz abgetrennt, was abtrennbar ist. Jetzt gibt's auf die Plauze. So. Fürstenseelenscherbe. Menschlichkeit, ein Leuchtfeuer. Und Seths Schweif. Schwert des Mondlichts. Dieses Schwert gehört zu den raren Drachenwaffen. Es entstammt dem Schweif von Seth dem Schuppenlosen, dem blassen weißen Drachen, der die Seinen betrug. Er ist der Urahne der Zauberei, die dem Schwert innenwohnender Magie wird als Welle des Mondlichts entfesselt. Ja, super seltene Drachenwaffe. Aus seinem Schweif. Das ist mittlerweile die dritte, die wir haben. Neben dem geraden Drachenschwert. Wo ist es denn? Gerades Drachenschwert. Und der Axt des Drachenkönigs. Habe ich euch die eigentlich schon mal vorgelesen? Erstmal das Schwert wegpacken. Das brauchen wir ja nicht unbedingt hier. Schwert des Mondlichts. Großaxt, Dämonen. Großaxt des Drachenkönigs. Diese Axt ist eine der seltenen Drachenwaffen und aus dem Schwanz des Klaffdrachen, einem entfernten und absonderlichen Nachkommen der immerwährenden Drachen geformt. Die mythischen Kräfte dieser Axt entfalten sich, wenn sie beidhändig geführt wird. Jo, aufsteigen. Wille, 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 Wille. Aufwertung bestätigen.
Waffe verstärken. Haben wir keine. Rüstung verstärken aber. Wir haben zwei. So. Paladin-Rüstung mal auf 5 bringen. Und dann bringen wir die anderen Sachen auf 5. So, dafür müssen wir hier ein bisschen grinden dann. Aber das werde ich im Zeitraffer dann gleich machen. Oh, wir haben nur 5 Flakons. Die werde ich mal kurz auffüllen gehen. Teleportieren, Feuerband schreien. Oh, Sieglinde. Oh, hello again. You're both managing quite well, aren't you? I haven't found my father yet. Have you seen him? Ja, den haben wir gesehen, unten in der Schandstadt. And I must be off. I'm sorry he's caused you trouble. He has a knack for that. Ach, bis jetzt hat uns keine Probleme gemacht eigentlich. Nö. So. Einmal teleportieren zurück zur Kristallhöhle. So. Hier nochmal einloggen. Und dann geht es los.